Wenn Sie Arbeit schaffen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Und nicht so, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, dass man die bestehende Arbeit verteilt. Wenn Sie sich erinnern, der Hauptargument des 35-Stunden- oder 35-Stunden-Woche war, dass es nur eine gewisse Arbeit gibt und es ist besser, wir arbeiten weniger und verteilen dann die Arbeit an mehr. Das hat sich ganz klar herausgezeigt, dass das absolut falsch ist. Wenn Sie mehr Arbeit schaffen wollen, müssen Sie mehr arbeiten. Dazu müssen wir ein positiveres Weltbild schaffen für den Menschen. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht positiv über die Zukunft sein können. Yo. Yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo. Und du denkst dir, es ist egal, denn du hättest hier nichts zu tun. Doch glaub mir, mein Freund, die Verhältnisse spitzen sich zu. Wie geht es weiter? Dein Fleisch, es wird träge, denn du sitzt hier nur rum. Und das Wasser, es fließt in das Becken. Doch glaub mir, bald wird es anfangen, nach toten Tieren zu schmecken. Dann wirst du jemanden wählen, der Gesetze erlässt und Medikamente ins Wasser gibt, sodass der Körper es noch erträgt. Und im Parlament gibt die Pharma-Lobby der Politik noch Applaus, während die Politik von dir gewählt wird und du ihr noch vertraust. Wenn du was verändern willst, dann fang bei dir selbst an. Ich mein dort, wo du lebst, anstatt bei den Ämtern. Ich mein dort, wo du lebst, dort, wo du produzierst, wo du mit anderen zusammenkommst und noch die Umwelt verzierst. Ich mein dort, wo du verwächst, während du etwas erschaffst, wo du mit anderen zusammenkommst und dir die Verhältnisse macht. Wo ihr die Verhältnisse macht. Und meinetwegen sei nett zu den Menschen und respektvoll zu allen. Doch fang an zu überlegen, wer das Elend verwaltet. Und es wird nicht reichen zu sagen, du machst es anders, wenn deine Scheinwelt dann bröckelt und du dann das gleiche tust wie die anderen. Medikamente im Wasser, das Wasser im Blut, die Füße vor der Haustür, doch uns geht es noch gut. Medikamente im Wasser, das Wasser im Blut. Das alles hätte mit dir nichts zu tun. Doch glaub mir, die Verhältnisse bringen uns um. Und so geht es weiter. Deinen Verstand, deine Kraft. Am Ende sitzt du nur rum. Und das Wasser, es fließt in die Spüle. Doch glaub mir, bald riecht es nach riesiger Wüste. Dann wirst du jemanden wählen wollen, der Gesetze erlässt. Doch alle Medikamente im Wasser helfen in Dreck. Und im Parlament gibt die Pharma-Lobby der Politik noch rein aus, während die Politik nicht mehr gewählt wird, aber immer noch unser Elend verkauft. Jetzt ist es langsam zu spät, was zu ändern. Du selbst müsstest schon anders sein und jetzt wäre die Welt dran. Als Platz, wo du lebst, wo du produziert hast, wo du niemanden mehr triffst, mit dem du die Umwelt verzieren kannst. Ich mein dort, wo du stirbst, während du nichts mehr schaffst. Jetzt haben uns die Maschinen ersetzt und jetzt fehlt uns die Macht. Ah. Jetzt fehlt uns die Macht. Verdammt. Und meinetwegen sei allein ohne Menschen und scheiß sie auf alle. Doch fang an zu überlegen, wer die Macht hat, das alles zu wandeln. Und es wird nicht reichen zu sagen, du machst es anders, wenn du alleine dann bröckelst und dann nichts mehr tust wie die anderen. Medikamente im Wasser, das Wasser im Blut, die Wüste vor der Haustür.